herzlich willkommen zum heutigen Teufelstalk. Bei mir zu Gast Gerald Zeiner, Spieler des Alpla AC Hard und aktueller Nationalspieler. Gerald, was uns natürlich als erstes interessiert, wie bist du mit dem Abschneiden bei der EM zufrieden, was die Mannschaft und auch was deine Leistung betrifft? Die Ergebnisse haben nicht so gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Das erste Spiel gegen Weißrussland war für uns eigentlich das Finalspiel. Das haben wir gleich leider verloren mit einem Tor. Meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich auch. Wir hätten die Chance gehabt zu gewinnen. Danach die zwei restlichen Spiele gegen Frankreich und Norwegen, was für uns so, ja, wir haben ganz klar gewusst, dass wir Außenseiter sind, der Underdog. Wir haben trotzdem alles probiert, um das Unmögliche zu schaffen. Leider hat es nicht so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Grundsätzlich mit der Leistung der Mannschaft, ja, natürlich, man kann immer besser spielen, man kann immer natürlich die Ergebnisse besser gestalten, aber ja, es ist leider so gekommen, wie es ist, mit meiner Leistung persönlich. Eigentlich, ja, ganz gut. Es kann natürlich auch immer besser sein, aber für die erste EM, für das erste Großereignis, denke ich mal, kann man zufrieden sein. Die Bonusrunde steht ja kurz vor Beginn und diese beginnt gleich mit einem echten Kracher. Derby Bregenz-Hard. Was will die Mannschaft dieses Mal anders machen, damit man die zwei Punkte mit nach Hard führen kann? Ja, Bregenz hat uns damals mit einer offensiven Deckung ziemlich überrascht. Wir haben da kein Mittel gefunden. Ich denke, wir werden uns auf eine 6-0 und eine offensive Deckung vorbereiten, dass wir nicht überrascht sind. Und ich denke, wir haben die Qualität im Kader, damit wir das Spiel gewinnen können. Und wenn alles gut aufgeht, dann werden wir das auch schaffen, dass wir die zwei Punkte mitnehmen. Das große Ziel kann ja eigentlich nur heißen Titelverteidigung. Liege ich da richtig? Siehst du das genauso? Ja, ganz klar. Also es muss eindeutig unser Anspruch sein, in den letzten 4 Jahren 3-mal den Meistertitel geholt. Und es wäre vermessen zu sagen, dass wir das nicht wieder machen wollen. Gerald, du bist ja jetzt doch schon ein paar Jahre hier in Hard. Wie gefällt es dir hier im Allgemeinen und könntest du dir vorstellen, noch ein paar Jahre hier beim Alpla AC Hard dran zu hängen? Oder gibt es auch noch andere Ziele in deiner Handballkarriere? Ja, zum Ersten in Vorarlberg gefällt es mir sehr gut. Also das Leben am See ist wunderbar. Gerade im Sommer die Zeit genießen am Abend, nach dem Training zum See gehen, zum Surfen magst du vielleicht dann ein kühles Getränk nehmen. Also es lässt sich da im Ländle schon ganz gut leben. Was die Zeit danach bringt, ich habe noch Vertrag. Und was die Zeit danach bringt, lass mich überraschen. Es steht nichts, ja, im Weg, dass man nicht vielleicht noch verlängern kann oder weiter hier bleiben kann. Und ja, aber es ist nur eine weite Zukunft. Okay, dann sage ich vielen Dank, Gerald Zeiner, für die Zeit und bedanke mich hiermit auch bei allen Zuschauern. Und das war's fürs Erste beim Teufelstalk.